Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir eine Splinterdimension betreten in Leias Geschichte. Und ja, wir haben hier in der Bemir-Schlucht Akira getroffen und hier kommt der nächste Gegner, mich voll angekreist hat. Keine Ahnung, in dieser Welt sind Leia und Akira irgendwie am Arbeiten für die gleiche Firma und ja, keine Ahnung. Wir verfolgen sie gerade und wissen nicht, wo sie ist. Geil, ne? So, komm mal her. Mal auf zu werden. Vielleicht mit Roll ein paar verbundene Dinger einsetzen, dann mit die drei Herzchen bekommen. Weiß ich doch nicht. Guess who just got stronger? An old dog can learn new tricks. Der Typ mit der Nagelfeile. Eine ganz schön Nagelfeile. So, wo? Da hoch oder was? Da unten ist doch bestimmt auch noch Zeugs. Weiß ich nicht. Agria? Oh, da ist eine Truhe. Geil. Guck mal danach da unten. Doesn't look like they're here to shake hands. I shall defend with my life. Sehr schön. No breaks. Link charge. Kann mich auch überhaupt ein, zwei Worte festlegen. Irgendwie die ganze Zeit sehr schön oder oh mein Gott oder oh Gott irgendwie so. Da ist Angriffsschritt oder was? So, komm her. Link charge. Warum verbrechen die Verbindung ab? Was soll das eigentlich? Apokalyptika-Dingen. Sehr schön. Sehr schön. If I were to grade that, it was an average performance. Ich kann immer so seufzen. Was sind das für Leute? Reinweißer Stäubling, den bräuchte ich doch für irgendwas. Für irgendwas zum Herstellen, glaube ich. War das doch. Warte, warte nochmal. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das! Ich will es ganz unbedingt haben. Danke. Das ist auch noch was Schönes. So, dann... Jemand, die ist da irgendwie in diese Schlucht, wo man da so reinspringen kann. Ne? Bekannt aus Teil 1. Da. Glaube ich. Immer möchte ich sowieso noch mal runterspringen und gucken, was da ist. Hey, ich wollte mich umgucken. Wie kannst du es wagen? Aha. Ah. Ja, warte mal, wo war das? So, die Bläschen des Todes. Wenn die nichts treffen. Wow. Weil ich gerade das hier eingesetzt habe, musst du nicht die ganze Zeit da einsetzen. Jetzt kannst du halt einsetzen. Sehr schön. This duet came courtesy of myself and my rather silent partner. Ah, sehr schön. 20 years old. Is that correct? There's something I'd like you to have. I absolutely adored this book when I was your age. It's my way of thanking you for always helping out this old geezer. And I know you'll put it to good use. Sehr schön, Dankeschön, Rowan. Mächtiger alter Knacker. So, was habe ich bekommen? Hirngymnastik, ein Buch mit dem Ludger. Oh, Intelligenz 3. Intelligenz um 15%. Könnte meinen, das wird uns nichts bringen, aber
Das wirkt sich auch irgendwie auf die Verteidigung und so weiter aus. Bei der A-Verteidigung, also 1265. Ja, 10. Ja, stapelt sich. Warum nicht? Ich hätte lieber gern. Oh, da ist Akia. So. Oh Gott. Take a wild guess here and say that's the monster. This won't be easy. It's no surprise the whole ecosystem's out of whack with that thing on the loose. Those damn Olympian poachers really did a number on it. Nothing left to do but put it out of its misery. The poachers are from Olympias? Duh! Isn't that what your stupid story is about? Those bloodthirsty Olympian thrill seekers? How awful. I hate those Olympians. I hate them to bits. Massacring spirits with their Spyrex like it's no big whoop. But Maxwell made it so they can keep using their Spyrex for a while, right? It's still a fact that Spyrex kills spirits! And they just put it out of their minds. Just because they're too stupid to channel spirits, they think they're entitled to use their damn Spyrex. Won't be long before Risa Max is in the wasteland, just like Olympias. But that's why everyone's working so hard on Spyrite technology. What? You're taking their side now? It's not like that. It's just, I've seen people in Olympias who are trying really hard to solve these problems. And I want to believe them. That's who you choose to believe? Huh, you really are the most gullible person alive. Warum vertraust du in Olympien nicht? Ich hatte ja keine Ahnung, dass man uns so hasst. Ja, das wäre natürlich ein bisschen blöd. Seriously? They treat us like we're a bunch of barbarians. Oh, and then there was that time they tried to invade Rizomaxia and turn us into fuel. Remember? Why the hell would anyone ever trust them? What? Have you got a problem with that? Huh? Ow! What the hell? This is no time to be picking fights. We gotta put that beast down, remember? Fine. Then I'll handle this myself. Wait! Agria! What? Das nicht auf den Arm nehmen? Die hat uns fertig gemacht im ersten Teil. This is for Agria. Keep your cool. This is a fractured dimension. I know that. Oh Gott. Ich habe nichts. Ja. Ich habe keine Rezepte und so eingesetzt, Mann. Oh nein, es ist das Viech. Ich erinnere mich. Wenn, du machst die ganze Zeit diesen Mist, ne? Schwäche gegen Dunkelheit. Sehr schön. Ja, ich habe natürlich den uns hier ausgerüstet. So. Aber ihm ist das nicht so wichtig. Wenn natürlich jetzt die ganze Zeit diesen Mist macht, ne? Und es wird diesen Mist die ganze Zeit machen, ne? Ja. Dann vielleicht irgendwie Knarren einsetzen. Den hier. Spam. Das bringt sogar, ich weiß es nicht. Du bist gegen Dingens hier anfällig, sehe ich gerade. Boah, ich liebe diese Musik. Warte mal, ist das Auto blöd? Jawohl. Doppelter Bonus. Was? Und die ganze Zeit Schaden? Das vergiftet oder irgendwie sowas, glaube ich. Elben helfen mal. Danke. So, und zack. Ach man, oh, sehr schön. Können Sie mal ruhig was klauen, genau. Wow. Oh, nicht doch mal. Fall um. Fall um.
Oder ist gar nicht so schwer eigentlich. Man hat alle möglichen Staatserkrankungen sich gerade. Er ist die ganze Zeit vergiftet. Auch schön. Boah, das ist leicht. Was? Bin ich auf den Arm nehmen? Na klar, oder mal was. Leia, are you gonna be all right? Ja, der war nicht so schwer. Wow. Wird gar nicht profitiert davon. Den Streukalisator sofort vernichten. Okay, diesmal warte ich mal ein bisschen. Bei Jude habe ich nicht gewartet, war ein bisschen blöd. Agria, you okay? Shut up. Oh, freaking out over every little thing. Did you honestly think that would kill me? That's no reason to kick me. That was payback for earlier. Hm? Oh, thanks. Tell me something. Do you really trust them? Let's be honest now. Huh? Oh, yeah. I mean, Olympias is in a tough spot, too. I know that some of them look down on Risa Maxia. But if we really work at it, we can reach a place of mutual trust and respect. Right? Guess it worked out for you and me. When the Nia Kara Holomont collapsed, you were there and reached out your hand. And thanks to you, I'm still here. Stop grinning like an idiot! Anyway, we're done here. Now it's time for you to do your job. Go home and write your article, Leia. Hätte ich mal bei Jude auch noch gewartet letztens. Ich bin so ein Idiot. Er hat bestimmt volle Auswirkungen. And here we thought that would be tough. I barely broke a sweat. Hey, ernsthaft? It's necessary to destroy all those fractured dimensions, right? I mean, we did the right thing, didn't we? Ich möchte das gerne glauben. Yeah, Luger. You think it'd be okay if I wrote an article about the fractured dimensions? About the people who live there and what they were like and why they needed to be destroyed? Hmm. If you did that, I suppose they'd live on in a way. Well, I'm beat. Gonna grab some grub and some shut-eye. Watch over me, okay? Jo. Was hätte sein können? Kapitel 2 abgeschlossen. Es war eine gute Spielerdimension, finde ich. Eieiei. That's a nice breeze. Oh mein Gott. So, wie sieht denn jetzt so aus? Mein Gott, das gibt richtig viele Bonusse. Ja, wo gehen wir als nächstes hin? Weiß ich nicht. Gucken wir erstmal hier so neue Sachen. Erdschutz und so weiter, weiß ich nicht. Zauberkombo. Ja, das ist ein bisschen. Na, der könnte nicht schlecht sein. Flinker Klopfer. Ja. Das ist auf jeden Fall besser. Vorschlagkammerarzt schneller. Ja, kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, warte mal hier noch. Nichts Gutes, ne? Also Angriffsumwandlung, dauerhaft kritisch, genau. Ja. War das nicht immer? Egal. Beim Dingens hier, beim ersten Teil. Egal, ein paar Sachen wurden natürlich hier geändert, ist klar. Ja. Und, So, weiß ich nicht, habt ihr irgendwas gelernt?
Und das hier. Und das hier. Und das hier. Sehr schön. Please. Ja, das wollte ich haben, genau. Ich weiß gar nicht, was die alles Neues gelernt haben, ne? Note, dann. It sure is a relief to have you around at times like this. This would be a lot harder without your support. So here, it's my way of saying thanks for, you know, oh, just take it already. When you're around, I have to admit, it puts me so at ease I could just doze right off. But I gotta stay up late working on my article. Okay, sehr schön. Meine Katze ist zurückgekehrt, Form hoch, leer ist bekannter, sehr schön. Ausdauer, what? Ja. So, locker genug. Wow, das ist ja richtig gut. Hey, not bad. So, jetzt kann ich hier was Neues finden. Kann ich die Spyros AG abschließen? Ich ist halt im nächsten Part schon. Das ist erledigt. So, ich muss mir wieder Essen holen. Dim und Dim. Und das Geld häuft sich. Alles klar. Sag mal, Nierkera. In Nierkera nur, okay. Ist wahrscheinlich von Mila, nehme ich mal an. Kann ich ja jetzt noch machen? Soll ich noch ein paar Monster plätten? Da werde ich doch wohl noch schaffen, ne? In Arbeit, so, im Substraff-Tiefwald. Hier irgendwie was, ich brauche etwas Weißes. Boah. Ich brauche Bronzesiegel, das ist voll kacke. Substraff-Tiefwald, Tartalian-Kluft. Na, die werden wir irgendwann mal suchen. Nimm die mal an und gucken wir mal. Vielleicht finde ich die ja. Vielleicht habe ich ja Glück. So, gehen wir noch 3 Minuten so im Substraff-Tiefwald. Und tun. Ach, die Truppe wollte ich. Na egal. Nächstes Mal. So. Jetzt gehen wir mal in Allgeschwindigkeit hier durch und versuchen die Katze zu finden. Wer weiß, vielleicht finde ich sie ja echt noch. Da wäre richtig gut. Da wäre richtig praktisch. Ja, und diese Pflanzentypen, die muss ich auch erledigen, ich Idiot. Also das Gefühl, das schaffe ich nicht in 2 Minuten, aber egal. Da liegt was. Gegen dich wollte ich nicht kämpfen, du. Hegel, du. So, upsala. Nee, rennen wir lieber. Ah, ich brauche Elise im Team. Just go, what? So. Können zwar noch einen heiligen Trank und so einsetzen, aber nö. Wahrscheinlich werde ich das offscreen ja erledigen mit den Monstern. Dann werden wir in der nächsten Folge in Nierkera weitermachen. Das war gut. Schon die Katze, die muss ich doch finden. Irgendwo muss sie doch hier sein. Kann ich nicht irgendwie so ein Katzenradar oder so einschalten? Wow, was? Da bestimmt da oben, weil da war, glaube ich, nur ein Dingens. Beutegegenstand. Ach komm. Hier auch nicht? Warum nicht? Soll irgendwo sein. Futsch. Kätzchen, ich weiß zwar nicht mehr, wie du heißt, aber komm mal her. Da, nee. Die Blumen sehen aus wie eine Katze. Aber ich habe noch keinen einzigen von diesen, boah, diesen Pflanzen gesehen. Das ist von der verdammte Auftrag böse. Böse, einfach irgendwas machen. Ich will gar nicht bei Leia steuern. So.
Aber ja, so Fertigkeiten abstauben. Und man! Eine verkackte Katze will ich auch noch finden. Aber. Und was geklaut? Ach ja, die muss ja als Partner ausgerüstet sein. Ausgerüstet sein? Ich rüste meine Charaktere aus. Oder war ich noch gar nicht? Ja, ne, habe ich nicht schon mal gesucht. Was dieser Katze? Oh, da ist ein Bonzengegner. Ist auch nix. Muss da oben. Na, ich will das. Danke. Na, komm mal her. Ich mach mal natürlich noch platt. Putsch. Da ganz schnell. So, Leia. Also schon auf Level 3, ne? Oh, das ist eine Pflanze, sehe ich gerade. Link Charge. Wind Charge, meine ich. Da war ich doch mal. Sehr schön. Alles klar. So, dann da hoch. Da muss es jetzt aber sein. Wie das aussieht. Kätzchen, Kätzchen. Ich weiß, dass du da oben bist. Komm her. Da ist eine Truhe. Da ist keine Katze. Oh, geil. Extrahiert die Elemente Licht und Erde. Sehr schön. Ich habe ein Dingens gefunden. Ha! In your face. Okay, hat sich schon mal gelohnt. Jetzt könnte ich einen Schnitt machen. Keine Ahnung. Such mal irgendwann mal. Ne, von da kam ich. Was? Achso, da hoch. Da ist die Katze. Jawohl. Sieg auf ganzer Linie. Geh mal nach Sheridan zurück. Eben noch schnell die Quest ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge in Yakera, wo jetzt wahrscheinlich Milas Geschichte anfängt, ne? Okay, lade, da steht Auftragsbörse, ist schön, aber die ist nicht da, danke. Ja, die werde ich wahrscheinlich irgendwie auf Screen kaputt hauen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenoblade 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.